Hi, in diesem Video geht es um die Reise von Baskenland, vom Phil, dem Bienenzüchter, nach Galizien an die Küste. Ja, das Wetter hat uns ein bisschen überrascht, weil es war dann doch empfindlich kalt. Ich wollte ja eigentlich noch die Picos der Europa besuchen und so weiter, aber da hat der Winter dann auch schon zugeschlagen. Da war es dann minus 6 Grad und da hatte ich wirklich keine Lust drauf. Da fahre ich auf dem Rückweg nochmal vorbei. Ja, in León angekommen, da schien dann auch gut die Sonne. Der Einstein hat eine Katze gefunden, die nicht weggelaufen ist. Und wir sind dann noch ein bisschen in der kalten Stadt, das war um die 0 Grad, rumgewandert. An der Kathedrale, da war ich 2018 schon einmal. Und das war in der Semana Santa im April. Die Semana Santa, das ist die heilige Woche vor Ostern. Da laufen die alle in diesen lustigen Kapuzen rum. Und das hat nichts mit Ku Klux Klan zu tun, absolut nicht. Die haben sich nur diese Tracht geklaut. Das ist eine traditionelle Tracht. Und mir als Rheinländer ist sowas ja vertraut. Straßenumzüge und sich verkleiden, das ist ja eine klasse Nummer eigentlich. Und hier war es auch sehr interessant. Da habe ich tolle Bilder gemacht. Da sind auch einige von in der Lokalpresse erschienen. Die haben die genommen. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Das war nicht diese rheinische Karneval. Damit hat das gar nichts zu tun, sondern das war eine sehr meditative Stimmung dort. Also sehr ruhig und so weiter, aber unglaublich freundlich. Und die Leute dort, die haben einen mit offenen Armen aufgenommen. Und da gab es auch das eine oder andere Glas Wein. Ja, dann aus León raus, habe ich dann mir gewünscht, dann doch vielleicht einen Platz im Grünen zu finden. Und habe dann da einen gefunden auf dem Weg nach Ponferrat. In Ponferrat haben wir uns dann am nächsten Morgen, frühmorgens, die Burg angeschaut. Da war es auch recht kühl. Und der Einstein, der war auch danach auch wieder ganz müde und hat sich dann auf der Fahrt schlafen gelegt. Von Ponferrat aus sind wir dann weitergefahren Richtung Santiago de Compostela. Da es aber Sonntag war, haben wir noch einen Zwischenstopp gar nicht weit von Santiago aus eingelegt. Das war ein toller Park, direkt an einem Fußballfeld, und da durfte man auch mit dem Camper stehen. Als ich ankam, waren da andere. In Santiago de Compostela haben wir uns dann nach einer Stunde Suche endlich einen Parkplatz gefunden und sind dann zu dem Platz hochmarschiert und haben uns das Leben da angeschaut. Ja, was soll ich sagen? Also Santiago de Compostela ist eine tolle Stadt, ist interessant, war jetzt ein bisschen anders, als ich das erwartet habe, weil ich habe mich natürlich auf einen Kaffee gefreut und weil es war dann auch wärmer, uns mal schön hinzusetzen irgendwo, einen Kaffee zu trinken, ein bisschen Churros zu mampfen und so weiter. Aber Santiago de Compostela, ja, da gibt es halt Pilger. Also da lag ich leicht schief. Tja, aber trotzdem interessant, definitiv. Ja, von da aus sind wir dann weitergefahren und haben uns an die Küste gemacht. An der Küste angekommen, haben wir einen tollen Platz gefunden, direkt an einer Klippe. Die Park4Night-App, die ist schon klasse. Da findet man dann tolle Sachen. So, und hier könnt euch jetzt mal eine Minute einen schönen Sonnenuntergang anschauen. Und dabei dann schon mal gleich die Maus zu dem Abonnentenknopf bewegen und da draufklicken. Ja, ich hoffe, ihr habt den Abo-Knopf gefunden.
Der ist hier unten. Hier noch ein paar Eindrücke von diesem Küstenabschnitt, wo wir da gestanden haben. Rainer Einstein, der war dann auch neugierig, was die Leute denn da auf den Klippen alles veranstalten, weil da gab es dann einiges an zu gucken auch. Und da gab es Verrückte, die haben sich in ein Boot geklemmt und welche, die haben auf den Klippen gestanden und den Wellen getrotzt. Von da aus sind wir dann nach, ich glaube, wir waren da 2 oder 3 Tage, das war wirklich schön da. Es hat zwar ziemlich geblasen, also nachts durchschlafen, so richtig ruhig, das war nicht so wirklich. Aber gar nicht weit davon entfernt sind wir dann zu einem Campingplatz gekommen. Und da gab es dann auch eine Waschmaschine. Es war dann wieder mal Zeit, Wäsche zu waschen auch. Und ja. Der war nicht besonders super toll, der Campingplatz, aber auch nicht besonders teuer. Ich glaube 12 Euro und die Waschmaschine, da wollten sie dann 4 Euro für haben. Aber naja, das ging ja noch. Aber es war sonst niemand da, außer einer netten Dame mit ihrem Sohn. Ganz in der Nähe gab es auch einen tollen Strand. Der war auch recht verlassen. Und da gab es natürlich auch Fischer. Weiter draußen lagen einiges an. Ich glaube, das waren so Muschelkähne oder sowas. Keine Ahnung. Das sieht man da im Hintergrund. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann demnächst. Also bis dann. Gute Tür. Tschüss.